Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen bei ShinichiTV und zurück zur Windflucht, Suche und Strategie, Dead by Daylight auf Wish bestellt. Die nächsten 2000 bzw. die nächsten 1000 bis zu 2000 Fluchttaler können wir heute ergaunern. Und dann versuchen wir das doch mal. Ich bin immer noch nicht ganz glücklich mit der Aktion an sich. Erhalte einmal in einer Runde Gunst, fange einen Rebellen als Jäger in einer Runde. Okay, ja, das mit der Gunst. Also muss ich erstmal Jäger werden. Das wird auf jeden Fall schababannend. Und ich bin immer noch der Meinung, dass die Rebellen hier sehr stark im Nachteil sind. Aber gut. Ja, ich weiß nicht. Ach, vielleicht bin ich es. Vielleicht liegt es auch an mir. Jetzt einfach bin ich einfach nicht, finde ich dieses Spielprinzip. Prop Hunt an sich finde ich witzig. Auch in anderen Games, weil das so eine Art Verstecken ist und dann kann man auch wegrennen und so. Aber das hier ist jetzt eher so. Jetzt wurde die Verantwortungslast hier vom Jäger mehr auf die Rebellen verschoben. Und der Jäger muss eigentlich nur noch reagieren. Und das, weiß ich nicht, das verändert das Spielprinzip in einem Maße, in dem ich es nicht mehr so witzig finde. Aber wie gesagt, es kann auch an mir liegen. Wie die alle Melusinen jetzt als Dings haben. Als Icon. Naja, wir gucken mal, was dabei rauskommt. Ich bin diesmal Jäger. Sehr gut. Das heißt, ich kann ruhig. Und wir haben hier eine Map, die ich nicht kenne. Naja, mal gucken. Ich würde wahrscheinlich voll abscheißen als Jäger, aber wir schauen mal. Jetzt werde ich es ja sehen. Vielleicht habe ich, wenn die Rebellen das richtig machen und drei verschiedene Geräte gleichzeitig anbringen, dann ist natürlich auch Asbach für mich als Jäger. Aber mal schauen. Ja, ich bin mir sicher, irgendeine Art von Fairness muss es da geben. Auch wenn ich sie letztes Mal so nicht gespürt habe. Weiter repariert, wo die gar nicht dran sind. Okay. Ja, ach so, der hat sich unsichtbar gemacht. Guck mal, wieso wird der weiter repariert, wo hier keiner dran ist? Was ist denn das für eine Scheiße? Fertig. Okay. Was tut das? Okay. Was tut das? Linksklick-Fähigkeit. War auf jeden Fall ziemlich gut. Sonst brauche ich als Jäger. Das Ding. Hä? Hä? Wo ist das? Ach Mann, ey. Der ist raus. Ich bin zu angefangen.
Also, ich habe das wirklich nicht gut gemacht. Und wie gesagt, die Rebellen haben es so schwer. Naja, also ich finde es, weiß ich nicht. Also nicht, dass es nicht stressig war als Jäger jetzt. Also sie hatten ja auch schon zwei oder einen fertig oder zwei, ich weiß es gar nicht. Also es war schon recht knapp. Aber es ist natürlich arschkacken unfair. Keine Ahnung. Ne? Naja, wie gesagt, ich bin da gespannt, was ihr dazu zu sagen habt zu dem Event. Und vielleicht findet ihr das auch geiler so. Keine Ahnung. Ich find's eigentlich okay, wenn der Jäger OP ist, aber dafür halt der gelackmeiert. Also, ne, er hat halt die meiste Last liegt auf ihm. Jetzt ist man als Jäger OP, aber die Last ist ein bisschen auf die Rebellen verschoben, sodass die was tun müssen, um zu gewinnen. Nicht der Jäger. Also, vorher mussten die Rebellen nichts tun und der Jäger musste was tun, damit die Rebellen verlieren. Wenn der Jäger das nicht hinbekommen hat, dann haben die Rebellen gewonnen. Also quasi, sie mussten nichts tun, um zu gewinnen, beziehungsweise sie mussten sich verstecken, was ja Sinn ist. Jetzt müssen sie aber aktiv was tun, das, wie gesagt, das. Und der Jäger muss sie dabei dann noch einfangen. Das heißt, wie gesagt, es ist viel Last, Gewinnlast einfach verschoben worden auf die Rebellen. Wenn man jetzt als Rebell gewinnen will, wenn der Jäger nicht total Brainfuck ist, ist das sehr schwierig, finde ich. Aber gut. Ist vielleicht heulen auf einem hohen Niveau. Hauptsache, ihr gönnt euch eure Urgesteine. Ich habe jetzt auch hier die beiden Zusatzdinger noch geholt, deswegen habe ich unbedingt die Gunst. Damit ich hier meine überaus nützlichen Weisheitsdinger noch bekomme. Ja, ansonsten geht das Ganze noch bis 6000. Also haben wir noch 4 Tage Spaß. Yay. Na gut. Neuer Banner ist draußen, Freunde. Gönnt euch Bejo, einer der besten Heiler im Spiel. Und ja, in der neuen Legendenquest von Sino wird offensichtlich erklärt, warum Tainari Tainari heißt. Was ich sehr interessant finde. Na gut. Also dann, meine lieben Freunde, ich danke fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssen! Give Windtrace a go.